Guten Tag und willkommen zurück bei Super Mario Maker 2 Online. Ja, ich habe mir jetzt nochmal so ein paar Level aus der Rangliste rausgesucht. Und die zocken wir jetzt, bevor wir die Rangliste nochmal aktualisieren. Dann nochmal schauen, was für nice Level es wieder gibt. Und dann gehen wir mal in die Kategorie Neu und schauen da. So, jetzt aber erstmal Game Over von Jumpstart. Ever wonder how Mario gets those 5 lives after Game Over? Nein, eigentlich nicht, aber jetzt. Also, sag's mir. Autoscrolling. Erstes Leben anscheinend, oder? Ach so. Dachte gerade, es wäre so ein Troll-Level. Aber nee. Anscheinend nicht. Ja gut, vielleicht doch, aber an der Stelle zumindest nicht. Hä? Ja gut. Gehen wir mal weiter. Ach so, muss man hier sterben und dann... Ja, okay. Ah, und jetzt ist man tot quasi. Okay. Ja gut, aber irgendwie muss man auch den Level von Anfang an direkt schaffen können. Beziehungsweise halt ohne den Checkpoint. Ach, das ist ja cool. Immerhin muss man, glaube ich, als Level Creator den Level ohne Checkpoint auch schaffen können. Alter. Gib mir den Pilz. Okay. Jetzt habe ich zumindest etwas Sicherheit hier. Hau ab. So, was ist hier drin? Nix. Also schon, aber halt nur eine Münze. Oh. Okay. Dachte gerade man... Ja gut, man kann auch hier hochspringen, aber... Es braucht mehr Anlauf. Wie soll man denn da durchkommen, bitte? Alter, was geht eigentlich? So, ich frag mich, warum das Level auf Platz... Ja gut, hier sieht man es jetzt nicht. Auf Platz keine Ahnung, was von Trends ist. Vielleicht wird es ja gleich noch besser, aber gerade ist... Ja, keine Ahnung. Einfach nur eine Challenge.
Aber es wurde ja gesagt, ob man sich wundert, wie Mario an sein Leben drankommt. Nachdem er gestorben ist. Und das wird hier eben noch nicht beantwortet. Oh mein Gott. Alles klar. 1P, 2P. Ach, hier ist quasi Auswahl, okay. Ja, gut. Und dann die Wiederauferstehung. Na gut. Also es war eine nice Challenge, ja. Aber jetzt nicht das, was ich mir erhofft hätte. Aber ja, wie gesagt, es war eine nice Challenge. Also gebe ich ihm trotzdem mal ein Like, obwohl ich eigentlich enttäuscht war von Level. Aber ist ja auch egal. Das nächste war Super Farmio. Moment. Wenn ich mir das gerade so ansehe, ist das ein Musiklevel? Wenn ja, zocken wir den auch noch. Ja, ist es. Okay, dann zocken wir den schnell. Weil den hatte ich eigentlich nicht ausgeguckt für heute. Also, rennen müssen wir. Hä? Ich bin noch gerannt. Nach rechts drücken und... Was? Warum bin ich da am Anfang gestorben? Ich meine, da stand nach rechts und Y drücken. Habe ich gemacht, bin gestorben. Naja, keine Ahnung, was da los war. Moment, den Avatar kenne ich. Vom Weltmeister. Ja, der hat in, oder die, keine Ahnung... hat in Super Mario Maker 1 übelst die krassen Level gebaut. Kann ich mir den Kanal ansehen? Nein, leider nicht. Mir fällt auch gerade auf, ich habe gesagt, wir schauen uns den Kanal von so einem Typen an. Hier von, Moment. Von Joe89. Machen wir auch noch. Machen wir auch noch. Aber doch nicht in dieser Folge. Ich speichere ihn einfach mal ab. So. Sondern ich denke dann in der nächsten. So, aber jetzt erstmal weiter mit Super Farmio. Enough is enough. Take your love back from these varmints once and for all. Ich weiß nicht, was Varmints sind. Sorry, aber... kein Plan. Ach, heißen die, die Montys so im Englischen, oder? Wie habe ich das zu verstehen? Ach so, ich... Jo, stimmt. Ich musste ja killen, die Viecher. Komm mal her.
Ach, meine Pflanzen. Nee, nee, nicht die Montys, sondern diese, die Piranhas heißen so. Ja, okay. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist Varmint auch irgendeine Pflanze, die es gibt. Hä, was? Ah doch, ich habe den gekillt. Okay. Das wäre etwas komisch gewesen. So. Etwas komisch gewesen, wenn der Monty einfach weg wäre. Ohne dass ich ihn killen kann. Aber nein, das war zum Glück nicht der Fall. So. Jetzt, mein lieber Monty, bist du bereit. Nice. Hab mir hier zwar eigentlich auch was anderes gedacht. Ich weiß jetzt nicht, was genau, aber... ja. Dass man irgendwie so ein Feld aufbauen muss oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht. Aber, nicer kreativer Level. Also, like. So. Jetzt hier zum SpongeBob-Level. Ich weiß nicht, ob das so geil sein wird. Aber es geht anscheinend nur darum, Bikini Bottom zu erkunden. Also, hab ich schon mal Bock. Ach, Comments on. Kann ich gerne machen. Ach nein. Nicht kommentieren, Kommentare an. So. Patrick's Rockhouse. Warum schießen die Kanonen was? Kann man das nicht auch so machen, dass sie nichts schießen? Naja. Egal. Squidward's Haus. Also, Thaddeus Haus. Okay. Wollte nochmal schauen, ob der Kommentar, der da unten ist... Ach so, man muss einfach nur warten. Ah, okay. Wollte schauen, ob der Is Mayonnaise an Instrument Kommentar vom Baumeister ist. I am ugly and I'm proud. Ja, Mann. Ist die krosse Krabbe? Chum Bucket. Ja, aber die Faust hätte man doch auch noch irgendwie dahin bauen können, oder nicht? Hm. Naja. Ah, yo. Wollte gerade sagen, die Jellyfish Fields. Nein, was war das denn, Alter? Super schwierig. Bikini Bottom Streets. Ernsthaft hat er hier jetzt... Och Mann. Also das hätte er besser machen können.
Also, ja, okay, war eine nice Idee, aber sorry. Das hätte er echt besser machen können. Vielleicht macht er noch eine zweite Version davon. Wäre auf jeden Fall nice, halt mit mehr, mehr Details, mit mehr Mühe. Und ich denke, dann wird er auch etwas höher auf der Liste sein als auf Platz 58. So. Jetzt hatte ich noch hier die beiden noch und sind wir durch. Ich glaube, dann hat das sogar eine ganze Folge gefüllt. Krass. Ach so, ja. Warte. Start am besten nochmal neu. Ich meine, es ist ein Speedrun und ich gehe mal davon aus, dass man direkt losrennen muss. Ja, lustig. Hat man zwar direkt gesehen, aber egal. Hier ist anscheinend einer gestorben. Ja. Es war Standard. Eigentlich musste man nur nach rechts drücken. Und wegen dem Bait mit der Root Sandstorm. Obwohl es nicht kam. Kein Like. Sorry. Hätte vielleicht echt einen Musiklevel daraus machen können. Keine Ahnung. Zum Ende als Belohnung. Aber so. Meh. Wobei, dann wäre es mit dem Speedrun schwierig. Stimmt auch schon wieder. Aber vielleicht hätte er so ein Zeitdingen machen können. Irgendwie mit einem Panzer oder so. Dass man schneller sein als sein muss als der und am Ende kriegt man halt Sandstorm als Belohnung. Ja. Nur so als Tipp fürs nächste Level. Oder falls ihr halt so ein Level macht. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wirklich. Was? Ach, der Bob-Omb muss da reingeworfen werden, da unten, okay. Ich bin so blöd gerade. Ich glaube, ich habe sowieso schon verkackt, oder? Natürlich habe ich verkackt. Hä, was ist denn hier gefordert? Ich meine, man greift den Panzer ja automatisch. Man greift den Panzer doch automatisch, wenn man rennt. Uff. Sorry, aber muss man da irgendwie den Run-Knopf irgendwie... Muss man wahrscheinlich, ja. Okay, probieren wir es nochmal. Sorry, aber ich bin zu blöd dafür. Hier muss man anscheinend einmal warten.
von hier direkt weiterrennen. Okay. Ah! Jetzt verstehe ich das. Okay, jetzt. Okay. Man muss anscheinend die ganze Zeit durchrennen, aber es ist immerhin extrem schwer. Alter, es geht. Nein. Meine Fresse, ist das Speedrun schwer. Aber ich stelle mich aber auch... ich stelle mich auch gerade ziemlich blöd an. Jawohl. Was? Okay, was hier verlangt? Ich weiß jetzt nicht, was da hinten verlangt ist. Eigentlich sehr schade, weil ich den Speedrun halt gern abschließen würde. Ach so. Ich muss... Okay. Ja gut, wahrscheinlich muss ich den Powerblock weitertragen. Würde zumindest Sinn machen. Und ich muss über die scheiß Gumbas drüber springen, Mann. Alter. Okay. Fast. Alter. Wie lange bin ich das jetzt hier schon am Versuchen? Bestimmt über 5 Minuten. Nein! Oh, ich hätte es fast geschafft. Okay, let's go. Noch ein Try und dann haben wir es. Hä? Was mache ich? Nein, was? Hä, was erwartet er dann schon hin, schon wieder da hinten? Ja gut. Ab da hinten verstehe ich es halt komplett gar nicht mehr. Leider. Ah. Kann ich mir den irgendwie abspeichern, den Level? Sorry, aber ich verstehe den nicht. Ja. Hier.
Hier kann ich mir einen abspeichern, glaube ich. So. Und... Ach so. Ja, gut, das will ich jetzt nicht. Ich wollte ihn eigentlich... Egal. Wir finden ihn auf jeden Fall wieder. Und, ja, das ist eigentlich nur das, was ich erreichen wollte. Gut. Schon wieder überzogen. Durch einen 20-Sekunden-Speedrun. Ich schaue mir das dann nochmal genauer an und dann machen wir ihn einfach nochmal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.